Summer, gucken wir mal auf den Stundenplan. Und wir haben jeden Tag 6 Stunden, Alter. Abfuck hoch 3000. Englisch, Mathematik, Deutsch, Geschichte, Sport, Religion. Ihr liegt hinten, ihr dürft den Buzzer drücken. 5. Klasse, 5 Punkte. Mal sehen, welches Fach uns hier erwartet. Anselm, lässt ihr den Vortritt sehr nett? Ja. Oh. Geschichte. Lasst uns Geschichte schreiben. Ihr spielt zu viert als Team. 3 von euch setzen Kopfhörer auf. Und einem von euch gebe ich gleich ein geschichtliches Thema vor, zu dem er mir dann 5 verschiedene Assoziationen nennen muss. Ihr müsst dann die festgelegten Begriffe zum Thema treffen. Jeder bekommt nur 15 Sekunden, macht 45 Sekunden pro Team. Das Team, das dann mehr Begriffe schafft, gewinnt diese Runde. Also, wir beginnen mit den Promis. Ich komme zu dir, Lisa, der Rest setzt die Kopfhörer auf. Du kriegst jetzt von mir ein Thema. Dein Thema ist das Mittelalter. Ach Gott. Und jetzt musst du 5 Begriffe festlegen, wo du sagst, das werden die 3 zum Thema Mittelalter. Und ich habe auch nur 15 Sekunden. Nee, du darfst Wir plaudern einfach erstmal. Wie geht's denn eigentlich den, den Hunden geht's gut. Ja, ja, wir bleiben dran. Mittelalter. Ja. Kreuzzüge. Sehr gut. Blutig. Sehr gut. Dunkel. Sehr gut. Wir sind eine Kindersendung, ne? Nur mal so als... Kannst dich gerne hier ausleben. Okay. Und ja, okay. Ritter, Burgfräulein. Burgfräulein. Oder ist das ein bisschen, meinst du, Burg reicht? Nee, ich glaube, Burgfräulein ist genau deren Ding. Glaube ich. Burgfräulein. Du, wenn ich 15 Sekunden Zeit hätte... Ich sag Burg. Okay, das wir loggen ein. Mal gucken, ob unsere Prominente diese 5 Begriffe... Alle ab, genau. Alle ab. Ihr kriegt jetzt euren Oberbegriff. 5 Begriffe wurden eingeloggt von Lisa Feller, von dem sie glaubt, dass ihr das sagen könntet. 15 Sekunden pro Schüler und euer Begriff ist Mittelalter. Max Giesinger, los! Ritter, Hexenverbrennung. Ritter war dabei, sehr gut. Stinken, kein Parfüm. Pferde, Pferdekämpfe, Lancelot. Keine ZDF-Sendung hier. Ich glaube, noch Drachen. Sonja. Hosenbandorden, Burg, Schloss, Burgfräulein. ja, was denn? Weiter. Markt, uneheliches Kind. Uneheliches Kind bei RTL? Bleibt nicht so über. Rüstung, Pfeil und Bogen, Schwert, Pferd, Gaul, Schweinsbrat, Ritteressen, Tafelrunde, Zwei Treffer haben wir. Was hat gefehlt? Also, Ritter haben wir getroffen. Und Burg. Und Burg. Und Lisa wollte das Burgfräulein nehmen. Ich wollte es wirklich nehmen. Da dachte ich, ja, wer weiß, ich nehme mal nur Burg. Aber ich hätte besser beides genommen. Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Aber 2 Begriffe ist schon mal sehr, sehr gut. Da kann man wirklich, da kann man drauf aufbauen, Freunde. Ja. Das ist gut. Ja. Habt einen großen Applaus verdient. Das ist aber... Okay. Aber die 4 Ritter der Tafelrunde haben 2 Punkte. Bei den Kids mache ich mal weiter, ne? Ihr 3 bitte die Kopfhörer auf. Levantes, dir werde ich jetzt den Begriff sagen. Ist geile Mucke drauf? Wir haben Justin Bieber draufgelegt. Dein Thema ist das antike Rom. Welche Begriffe kennst du vom antiken Rom? Was glaubst du, werden deine Mitschüler einloggen? Julius Caesar. Vielleicht nur Caesar, ne? Okay. Julius Caesar, Julius Caesar. Also Kaiser, Legionäre. Also Cäsar, Legionäre. Rüstungsschwerter. Willst du bei dem wieder mitspielen, oder? Rüstungsschwerter, Rüstung, Schwerter? Ja. Beides oder Rüst... Beides, ja. Also Legionäre, Cäsar, Rüstung, Schwerter. Respublika. Respublika? Hätte ich als erstes genannt. Hätte ich sofort genannt. Respublika. Ja. Was bedeutet dann Respublika? Der Staat. Ich glaube, Levant, ich habe ein gutes Gefühl. Was loggen wir ein? Also, einmal final jetzt für alle zum Mitschreiben. Also, Respublika. Respublika. Gladiatorenkämpfe. Gladiatoren, ja. Legionäre. Legionäre. Cäsar. Cäsar. Und Schwerter. Rüstung. Ihr könnt abnehmen. Ihr müsst jetzt Begriffe schießen am laufenden Band, und zwar zum Thema
das antike Rom. Anselm! Legionäre, Soldaten. Legionäre ist richtig, ja. Republik, oströmisches, weströmisches Reich. Schieß, schieß, schieß. Caligula. Nächster. Die Kaiser, Cäsar, Willen, Senator. Weiter. Sklaven. Kaiserzeit. Weiter, 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 weiter. Tommy. Tiber, Circus Maximus, Amphitheater, Kolosseum, Siebenhügel Roms, Palatin, Aventin, Esquilin, Quirinal, Viminal. Vorbei! Zweimal getroffen. Cäsar wurde getroffen. Und Legionäre, ihr habt zweimal getroffen. Also erstmal habt ihr das wirklich beide sehr, sehr toll gemacht. Zwei auf jeder Seite. Ganz toll. Tommy, was du da alles aufgezählt. Kannst du das nochmal was war das? Das waren die Siebenhügel Roms, also wo die Stadt drauf erbaut wurde. Ich dachte, du zählst die Ninja Turtles auf, war aber was anderes. Wir haben eine Stechfrage vorbereitet für euch, um den Gewinner der 5. Klasse zu ermitteln. Und zwar müsst ihr jetzt in euer Touchpad etwas eingeben und dann mit grün bestätigen. Wann wurde der Grundstein des Kölner Doms gesetzt? In welchem Jahr wurde der Grundstein des Kölner Doms gesetzt? Wann wurde der Grundstein des Kölner Doms gesetzt? So, und mit okay bestätigen? Was seid ihr? Ja, ist auch gut. Okay. Alles klar, dann lösen wir mal auf. Wir haben zwei Zahlen da stehen. Prominenten sagen im Jahr 1102. Sehr spezifisch. Ja. Ihr sagt ja. 1218. 1102 zu 1218. Ihr seid beide sehr nah dran. Die richtige Antwort ist im Jahre 1248. Und der Punkt geht mit einer Differenz von 30 Jahren. 30 Jahre nah dran gewesen. Wahnsinn. Wir haben jetzt einen neuen Punktestand. Es stand eben 6 zu 4. 5 Punkte wandern jetzt auf das Konto der Schüler. Somit geht ihr in Führung mit 9 zu 6. Ja, so schnell geht das.